Wir aber bewegen uns wieder in Richtung der üblichen touristischen Trampelpfade und treffen unsere weiteren Hochzeitsgäste, mit denen wir die nächste UNESCO-Stätte, die Maya-Ruinenstadt Palenque, besuchen. Über die Anfänge der Stadt ist wenig bekannt. Die frühesten Siedlungsspuren weisen jedoch auf das 4. Jahrhundert vor Christus hin. Die ersten Ausgrabungen begannen im Jahr 1940 und spektakuläre Funde ließen das internationale Interesse aufflammen. Die Anlage liegt im Regenwald und ist nur zu 5% ausgegraben. Das sollte einen nicht von einem Besuch abhalten, da allein der Palast schon voller Highlights ist und die Besichtigung eine Stunde dauern kann. Will man alles sehen, sollte man eher 2 Tage investieren. In der Pyramide, Tempel 13, wurde eine Grabkammer mit einem Sarkophag gefunden, der das Grab der Roten Königin beherbergt. Im Sarkophag wurden neben den Gebeinen auch eine Totenmaske und 1000 Stücke aus Jade gefunden. Gegenüber befindet sich der überwucherte Tempel 11. Der Tempel der Inschriften liegt direkt neben dem Templo 13 und gehört zweifellos zu den bekanntesten Gebäuden in Palenque. Diese etwa 21 Meter hohe Pyramide wurde 690 nach Christus fertiggestellt. Als letztes Stück möchten wir euch noch El Palacio, der Palast mit dem 4-stöckigen Turm, vorstellen. Es ist mit einer Grundfläche von 80 mal 100 Metern das größte Gebäude und mehrfach überarbeitet oder teilweise auch überbaut worden. In den Gängen finden sich noch gut erhaltene Reste von Stuckarbeiten. Sogar Farbreste sind hier und da noch erkennbar, sodass man einen guten Eindruck vom ursprünglichen Erscheinungsbild bekommt. Im Inneren finden sich insgesamt 4 Höfe, die von zahlreichen Gebäuden gesäumt werden. Besonders hervorzuheben ist der Osthof. Er enthält noch zahlreiche gut erhaltene oder restaurierte Reliefs, unter anderem Darstellungen von Kriegsgefangenen, die absichtlich anatomisch verzerrt dargestellt werden. Das berühmteste Highlight des Palastes ist allerdings der Turm. Gesichert ist, dass der Turm auch eine astronomische Funktion erfüllte. Zur Tag-Nacht-Gleiche geht vom Turm aus gesehen die Sonne genau über dem Altar im Turm auf. Summa summarum war Palenque ein gewaltiges historisches Erlebnis, das zur touristischen Hauptreisezeit von wahrscheinlich jedem Mexiko-Besucher angeschaut wird. Mal sehen, ob diese Tempelanlage die letzte bleibt.